Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Kochvideo. Heute aus komplett anderer Perspektive. Ich bin ein bisschen gedamaged. Kann man nicht die Kamera wechseln, während man aufnimmt? Herzlich willkommen zur der Koch-Challenge heute mit einem neuen Thema. Und das Thema ist Bolognese. Bin ich reingezoomt? Ich bin so fett, ne? Ich habe tatsächlich meine Speicherkarte ist kaputt. Deswegen kann ich gerade nicht mit meiner Kamera aufnehmen. Und ja, ihr seht schon im Hintergrund, da stehen die Nudeln, Leute. Denn wir werden heute Fusilli essen, sonst nichts. 500 Gramm an der Stückzahl. So, und wie der ein oder andere weiß, bin ich ja bekannt für meine Bolognese. Die gibt es aber heute nicht im Original, denn meine Freundin will, dass ich älter als 40 werde. Verdammt, oder? Es geht mir auch auf den Sack. Es geht mir auch tierisch auf den Sack. Aber deswegen müssen wir auf die wichtigste Zutat im Grunde verzichten. Ich zeige euch trotzdem erstmal, was bei mir so kommt, denn ich habe schon von Cornels Bolognese gehört und dann ist einmal. Hör mir auf. Erstmal, super wichtig, Hack. Hack, Freunde. Und dann nehme ich immer das vom Rind. Weil, keine Ahnung, ich weiß, ich bin nicht so der Typ, der auf Schwein steht. Ich entschuldige mich übrigens für die Lichtverhältnisse, die sind grausam, aber vielleicht mit neuem Equipment, ne? Mal gucken, dass wir da was ändern können. Wir benötigen passierte Tomaten, denn Cornelius, hör mir gut zu an dieser Stelle. Eine Bolognese ist rot. Rot wie das Blut. Tomatenmark brauchen wir auch an dieser Stelle. Das gute Würzige, ne? Mit Würzgemüse, schön gesund. Jetzt wird es ein bisschen crazy. Nee, warte, nur noch nicht. Eine rote Paprika muss rein. Weil da muss auch irgendwas Frisches. Das Fleisch ist ja auch frisch. Passt schon. Und jetzt wird es ein bisschen freaky. So ein bisschen von der Bolognese-Soße tue ich da immer rein, damit es so diesen Bolognese-Geschmack kriegt. Und jetzt die eigentliche, ich habe sie hier. Die eigentlich wichtigste Zutat, wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, Freunde. Die wichtigste Zutat ist nämlich das hier. Das ist ein Geheimtipp. Das ist kein Witz. Curry-Gewürz-Ketchup von Hella. Wenn ihr das in eure Bolognese tut, ihr rastet aus. Das verspreche ich euch. Ihr werdet durchdrehen, weil es so lecker ist. Kommt jetzt bei mir diesmal nicht rein, weil, wie gesagt, ich soll über 40 werden. Das ist natürlich dumm gelaufen für mich. Aber ihr seid ja alle Single. Ihr könnt ruhig mit 30 sterben. Deswegen, ne, wisst ihr Bescheid? Ich werde auch heute Bolognese kochen. Ich werde eh verlieren, weil Bolos Bolognese ist mehr eine Bolognese. Aber Leute, ich zeige euch dafür was Verrücktes. Denn ich werde Bolognese machen. Im Grunde, wie gesagt, Nudeln, habt ihr gesehen. Dann werde ich Schlagsahne benutzen. Ich weiß nicht, ob ich eine oder zwei brauche. Muss ich mal gucken. Dann werde ich benutzen geiles Hackfleisch gemischt. Das sind übrigens 500 Gramm Hackfleisch und 500 Gramm Nudeln. Im Grunde kommt dann, ich mache noch Champignons rein. Eine Zwiebel wollte ich auch reinmachen, die schneide ich mal eben. Jetzt hat der Wichskopf uns die Spaghetti gar nicht gezeigt, ne? Die Nudeln. Ja, klar, mach ich auch noch, ne? Die werden diese hier nehmen. Was mir eigentlich nicht recht ist, weil ich muss das nachher essen und ich bin schon mit Bart und Spaghetti, Leute, das ist einfach normalerweise nicht. Aber ich weiß, dass alle getriggert werden, wenn ich andere Nudeln genommen hätte für die Bolognese. Das weiß ich halt. Würde ich aber normalerweise tatsächlich nehmen, ja. So, Leute, ihr seht hoffentlich, das brutzelt hier schon ganz gut. Ne? Das ist ja schon mal, das sieht ja jetzt schon mal erstmal ganz okay aus, würde ich sagen. Jetzt kommen wir mal zum Next Step, der super wichtig ist, und zwar das Tomatenmark, und zwar komplett. Wir möchten das komplette Tomatenmark hier drin haben, im besten Fall bis auf den letzten Fitzel, weil es gibt eigentlich nichts Geileres als Tomatenmark. Jetzt mal ohne Späßchen, ne? Ohne Späßchen, das ist halt mega nice. Dann machen wir das alles hier schön da rein, vermischen das, dann ist das auch schon so ein richtiges Erlebnis in meiner Welt. Wo ich mir so langsam denke, ja, das wird mir nachher doch sehr munden. Könnte man schon sagen, Wollo, ist das jetzt schon fertig? Passt!
Fest. Freunde, fest. Muss natürlich ein ganz bisschen. Muss das angebraten werden, ne? Das Tomatenmark. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber da fühle ich mich wohler. Ist nun mal so. So, normalerweise. Wie gesagt, das hier könnte ich hier normalerweise mit dem hier ersetzen. Na, ja. Nicht vergessen. Nun, das ist das Lämste, was es auf der Welt gibt. Aber probiert es einfach mal. Wie gesagt, so ein bisschen daran. Das muss gar nicht super viel sein. Aber das, ja, das gibt so ein gewisses Würz, sag ich mal. Ist einfach. Das hat was. Vertraut mir. Vor allen Dingen, wenn ihr es mit heller Gewürzketchup am Ende macht, werdet ihr eure Bolognese nie wieder anders essen wollen in eurem Leben. Nie wieder. Aber wir sind auch noch nicht ganz fertig, denn das haben wir jetzt alles drin. Nun wird es Zeit, dass das hier auch ein bisschen sausig wird. Der komplette Tomatenmark da rein. Ist ja auch nicht. Ist gar nicht so viel, ne? Wenn ich das jetzt mal so angucke. Ups, fuck! Okay, Küche ist eingesaut. So muss es auch. Es kann ja nicht sein, dass ich einmal koche und danach ist die Küche nicht eingesaut. Ne? Das wäre ja auch langweilig. Und belastend. So, jetzt noch dieses nervige Geräusch weg. Das ist doch wunderschön. Nun habe ich mir noch überlegt, in meiner grenzenlosen Spontanität, ein bisschen Gewürz. In diesem Fall Oregano. Komm, sei mal nicht so. Warte, ein bisschen runterdrehen. Ein bisschen runterdrehen, Visado. Drehen Sie das mal runter. Sei mal nicht so. Mach mal leer die Packung. Ist nicht mehr viel drin. Ja, das war auch alles. Paprika. Alter, dreh es vielleicht noch weiter runter. Das dreht hier durch. Oh, sieht aber auch lecker aus, oder? Er sieht schon gut aus nach Bolognese und lecker. Leck's me am Arsch, Alter. Wirklich. Sieht richtig gut aus. Schon mega geschmacht. Mal ein bisschen Paprika. Muss man nicht dran sparen. An der Paprika, sag ich immer, dann sparst du nicht. Aber warum auch? Ist ja auch lecker. So, und ich mag es auch ein bisschen scharf. Das ist halt das Ding. Meine Bolognese, wenn ich heller Gewürzketchup scharf da reinmache, ist sie manchmal so scharf am Ende, dass sie das Maul wegbrennt. So, deswegen, da muss man jetzt auch nicht sparsam sein dann hier. Was heißt nicht sparsam? So ein bisschen sparsam. Bisschen Cayennepfeffer. Packen wir noch rein und ein bisschen Chili. So, jetzt ist die angepeppt. Ne, ganz klar. Der hat ordentlich Pep. Der ist schon aus, ne? Das geht hier immer noch voll ab. Also, ja. Jetzt ist das Ding folgendes, Freunde. Jetzt ist nämlich das folgende Sache. Ich werde das Ganze hier jetzt noch ein bisschen köcheln lassen, also eine ganze Zeit sogar. Vor allem nach Sonnenschein, also schon ein bisschen länger. Ja, Leute, was soll ich sagen? Nudeln haben gerade noch gekocht, aber ich musste die Platte wechseln für meine Pfanne und jetzt, ja, sobald die auf der kleinen Platte stehen, reicht die Hitze nicht mehr. Aber die sind jeden Moment fertig, von daher sollte das schon klappen. Ich werde jetzt hier das Fleisch anbraten, ja. Da, ich habe hier Champignons geschnitten, die kommen dann auch mit rein und hier habe ich versucht eine Zwiebel zu schneiden. Wie ihr seht, hat das nicht funktioniert. Ich werde einfach ein bisschen was davon da rein tun, weil ich mag Zwiebeln eh nicht. Ich habe es mit so einem Messer probiert, ich glaube, das ist falsch und ich habe kein Schneidebrett, sondern deswegen habe ich auch einen Teller probiert. Alexa, stopp! Die Nudeln sollen jetzt fertig sein. So, der Test, ob die Nudeln gut sind. Nein, die müssen noch. Ich brate jetzt mal. Ich kann's. Leute, ich bin überfordert. Ich kann's nicht filmen. Ich geht nicht. Ach, Leute. Jetzt ist mein Akku auch gleich noch leer. Ich habe einen super dummen Pfannenwender. Hier, der ist so biegsam. Das ist die dümmste Erfindung, die man einem Pfannenwender geben kann. Weil man damit halt einfach nichts hochheben kann. Ich habe jetzt hier ein paar Zwiebeln mit reingetan. Da seht ihr es.
Und ja, ich werde das gleich in den Topf hier tun. Wenn die Nudeln fertig sind, tue ich die da raus. Und dann tue ich das fertige Hackfleisch da rein und dann sehen wir uns wieder, Leute. Dann sehen wir uns wieder, okay? So, Leute, ich habe das Gehackte jetzt da reingetan. Ich werde da jetzt erstmal Sahne drauf schütten, damit es nicht weiter anbrennt. Und wie kriege ich die jetzt auf? Oh mein Gott! Leute, ich habe einfach bis zur Tür gespritzt. Oh, doch nicht. Das ist. Ich habe einfach bis hier gespritzt. So, hier kommen jetzt gleich noch die Champignons rein und dann bin ich im Grunde fertig. Leute, ohne Spaß, es ist einfach nur scheiße geworden. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So, Leute, das ist quasi mein Essen. Er sieht jetzt ein bisschen. Ich habe nicht sowas wie Soßenbinder oder so. Es sieht jetzt so ein bisschen ohne Soße aus. Die ist halt da unten drin. Ne, die Sahnesoße müsst ihr euch dazu denken, dass sie jetzt auch noch hier oben drüber ist. Ist mir jetzt auch nicht so super gut gelungen. Ich hatte ein paar Probleme. Aber ja. Denn wir werden das nachher zusammen essen, Cornel und ich. Und wir werden dann auch zusammen. Cornel wird seine Portion komplett essen. 1 Kilo. Das wird super. Deswegen freut euch auf das nächste Video. Und ihr könnt ja schon mal im Vorfeld sagen, wovon ihr glaubt, wer am besten schmecken wird. Ihr könnt hier eure Kommentare drunter schreiben, was gewonnen hat. Ich denke, Wollo hat gewonnen. Aber meins sieht wirklich nicht so gut aus, aber es ist lecker. Probiert's mal selber aus. Vielleicht findet ihr noch bessere Rezepte. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, bei Wollo sieht alles ein bisschen geiler aus. Und wir sehen uns beim Essen irgendwo.